Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Weiter geht's. Ja, das wird eine kleine Plünderfolge. Wir werden erstmal das Dörfchen plündern. Wir haben einiges an Schätze hier, die ich ja gerne mitnehmen würde. Sehr gerne. Hier kommen wir nicht rein. Da oben kommen wir rein. Muss ich aber vorher kaputt schießen, glaube ich. Okay. Was machst du? Ich habe Bug gefunden. Ja. Jawohl. Dann kommen wir da auch rein. So. Ich hätte auch die Vordertür nehmen können. Naja. Da will schon die Vordertür. Guck mal hier. Ein Eisenstern. Geil. Was haben wir denn hier? Brief von Gudorm, dem Weisen. Ja, Kjotvi. Ich bin Gudorm. Du weißt, wer ich bin. Einige nennen mich den Jäger. Ich spreche im Namen meines Neffen, König Harald. Ein starkes, vereintes Nordwege liegt ihm am Herzen und darüber möchte ich mit dir reden. Ich lade dich in meine eigene große Halle ein. Oder kann, wenn dir das eher genehm ist, zu dir kommen. Gudorm. Okay, die hatten wahrscheinlich einen Pakt oder was? Dann bin ich sicher. So, ein bisschen Nahrung. Nahrung tut gut. Nahrung ist fein. Das esse ich alles in mich rein. So, was haben wir hier noch? Da gibt es hier wahrscheinlich einen Eingang. Da hinten. Okay, da gehen wir jetzt als nächstes hin. So, 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 so. Da oben wahrscheinlich, ja. Oder unten. Nee, müsste oben sein. Wahrscheinlich hinter dem Wasserfall. Klettern. Nicht die Füße nass machen. Sehr gut. Dann müssen wir da hoch. Ich vermute einfach mal, dass wir da hoch müssen. Ja, dann klauen wir hier Gottwitz. Zeug. Und so. Mal gucken. Okay, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich hoffe halt, dass es wirklich hier ist. Bin mir aber nicht so sicher. Sieht mir fast gar nicht danach aus, oder? Ist noch höher, aber ich glaube das schon fast gar nicht. Was ist denn da noch? Doch hier. Na, guck mal an. Ist doch hier. Gebiet nicht verfügbar. Oh. Das ist doch aber da drin, oder nicht? Fähigkeit. Wilhelms Jähzorn. Geil. Gebiet nicht verfügbar. Es ist irgendwie nicht synchron hier. Bin da nicht ganz synchron. So, das haben wir erledigt. Dann haben wir hier noch ein kleines. Komm, hier kann ich hier runterspringen einfach ins Wasser und so. Kann ich. War bloß merkwürdig gerade. Ja, ich weiß, arschkalt. Arschkalt. Fröstel, Fröstel. Naja, im Schnee trockne ich ja wieder. Ja, kein Problem. Schnee ist ja kuschelig warm und so. Ja, Kjotvit ist nicht mehr. Das hat sich ausgekjört mit. Müsste dann hier sein, irgendwo. Ja, hier in dem Haus wahrscheinlich. So, noch ein paar Moltebärchen mitnehmen. Oh, da. Guck mal, das dampft noch. Schön warm. Da wärme ich mich auch gleichzeitig mit auf. Ach, schön. Dann
Kohle, 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 Kohle. Alles meine Kohle. So, da haben wir Leder, Eisenerz. Sehr schön. Du bist wahrscheinlich hier drin. Okay, da kommen wir jetzt nicht so einfach rein. Machen wir es so. Aha. Und da ist sie. Prächtige Truhe. Ein Kohlebarren. Ja, ein Kohlebarren ist auch Reichtum. Steht zumindest als Reichtum. Schön. Muss ja jetzt richtig spannend dann loslassen, okay. Aha. Was haben wir noch jetzt? Hier oben haben wir noch ein kleines und da hinten haben wir noch was anderes. Eine Quest wahrscheinlich oder so? Kann das sein? Bin mir nicht sicher. Ja, da haben wir sie ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Hier drin sein. Ja. Leder und Eisenerz. So soll es sein. Mal gucken, was das hier noch ist. Und dann haben wir ja schon alles. Ich will auch noch diese komische Hütte, diese von dem Zauberer finden. Hier haben wir da hinten nämlich das Rätsel noch nicht gefunden. Da muss ich mal nochmal gucken. Da gehe ich ja irgendwie außerhalb der Folge mal hin und guck mal, ob ich die finde. Dass wir auch diese mitnehmen. Das wäre ja sehr zu wünschen. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Schatzhortkarte eingesammelt. Oh, ein Artefakt. Das ist ja schön. Der denn hier irgendwo? Nö. Da hinten ist noch was. Das ist allerdings Ausblick. Das kann ich aber außerhalb der Folge nutzen. Und hier ist das, was ich meinte mit dem Zauberer. Der sollte seine Hütte irgendwo hier haben oder so. Vielleicht hier in dem Fleck. Hundertprozentig kann ich es nicht sagen. Ich muss da echt nochmal gucken. Bin mir überhaupt nicht sicher. Aber hier können wir Schnellreise machen. Und wir müssen ja sowieso dann da hinten hin. Okay. Dann sollte ich vielleicht den ja noch aufdecken, damit das synchronisiert bekommen. Können wir gleich machen. Dann nehme ich den mit. Und dann gehen wir mal da hinten hin. Na, dann kann man da nämlich dann demnächst Schnellreise hinmachen, wenn ich das aufgedeckt habe. Okay, wir müssen dahin. Auch da. Okay, dann nicht. Gucken, ob ich da überhaupt hinkomme. Oder muss ich schwimmen? Schon wieder. Nee, hier nicht. Okay. Kann man sich schön verstecken hinter irgendwelchen Hecken. Ja, mal gucken, ob ich das finde. Das sieht aus wie eine Hütte da hinten, oder? Oder habe ich mich verguckt? Wir werden es gleich sehen. Ja, habe ich verguckt. Habe ich verguckt. Eieiei. Warte mal. Wolf. Danke. Einmal Leder hat er gegeben. Hätte mich sonst jetzt angegriffen wahrscheinlich. Oh, da oben muss ich hin. Ach du Heilige.
Warum? Naja. Er kann ja klettern, der junge Mann. Das sind voll die Kletteraffen einfach. Man kann es gar nicht anders sagen. Können wir da hinten lang laufen? Aber ja, mein Pferd auch hoch, oder? Aber gut, wir müssen dann eben den Berg hoch. Ja, kleine Füchschen. Alles gut, alles gut. Da müssen wir hoch. Ist da gleich aus der Ausguck oder so? Oder was ist da? Und schwupp. Okay. Haben wir da hochgeklettert, oder? Ich weiß es nicht. Schafft er das? Keine Ahnung, ob er das schafft. Wir werden gucken. Okay, mühsam. Ich frage mich sowieso, wo der sich da festhält. Mal ehrlich. Naja, wir haben ja schon ein riesiges Stück geschafft. Ja. Wie kann man denn hier hochklettern? Hier kann man sich doch nirgendwo festhalten? Ich verstehe es nicht. Naja, das kann ja jetzt eine Weile dauern. Ich hätte nicht mal 2 Meter geschafft. Bin ich ehrlich. Kann man denn den ganzen Berg hier hochklettern? Ist mir ein Rätsel. Kann man sich doch nirgendwo festhalten. Aber hier ist ein Vorsprung, das heißt, hier bin ich richtig. Alter Finne. Ja, lauf mal. Kletter mal hoch, mein Freund. Glaub an dich. Und oben, ganz oben, ja, kommen wir nicht. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Was ist denn da? Ist doch gar nichts. Ort entdeckt. Die Flatona. Was denn? 80 EP. Geil. Darüber muss ich. Ist tatsächlich ein Ort. Und das ist auch diese von Rückwitz, Leuten. Ich will euch nur berauben, mehr nicht. Was sind die denn? Alter, den hat er ja zerlegt. Okay, der hat ja aber das Ding jetzt dabei gehabt eigentlich. Ach, jetzt. Reichtum erworben. Geil. Und was für ein Reichtum? Hätte ich gerne mal gewusst. Ah, Kohlebarren und zerbrochener Bogen. Also sehr schön. Dafür musste ich den jetzt töten. Für einen Kohlebarren? Ist ja auch nett. Was ist hier noch? Wahrscheinlich in der Höhle, oder? Geht's da rein? Nee, doch nicht. Muss da hoch, dann wieder. Ach, jo. Ey, wer bist denn du? Das ist doch von Gött jetzt Leuten, oder? Ey, ey, ey. Ne, Trauger! Nee. Keine Zeit für Traugen. Nein, den Traugen! So, was hier? Oh, guck mal da! Was haben wir denn? Ah, schönes gefunden! Leder und Eisenerz. So, gleich mal einen neuen Stamm entdeckt und direkt ausgelöscht. Ja. Da kenne ich nichts.
Ja, von den Besten gelernt. Von den USA. Ja. Ach, schön. Los, hoch da. Hoch. Ist ja wirklich eine Blunderfolge hier. Heute. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wirklich hier hoch muss. Ja, doch, das müsste ganz oben sein. Da zumindest aus. Aus Höhe. Auch hier. In die Höhe. Ach, jetzt kommt er hier nicht weiter. Das ist jetzt zu kompliziert. Okay. Hoch da. Danke. Vielen Dank. Danke, danke. Halt dich fest. Jawohl. Wo du dich jetzt festgehalten hast, weiß ich auch nicht. War komisch aus. War alles gar kein Problem. Oh, da guck mal. Irgendwo da hinten muss es ja sein. Oh nö, das ist im Berg. Ich schwöre. Das ist hundertprozentig im Berg drin. Ach, Kacke. Oder eins runter. Ja, das wird jetzt nicht so einfach wahrscheinlich. Es zu finden. Schönen, leite mich. Geh mal um, Vogel. Danke. Also, da haben wir einmal da unten etwas. Hier unten muss es sein. Ich sehe es. Sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Also, vermutlich da rein. Oh ja. Das sieht gut aus. Okay. Gut. Dann weiß ich Bescheid. Spring mal jetzt runter da. War hier unten. Huch, ist das hoch. Festhalten. Und runter. Okay. Und schwapp. Und schwapp. So. Gut. Gott, hab ich mich jetzt erschreckt. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Also dort die Schlucht runter und so. Hatte ich nicht vor. Ja, heute hier wieder eine leichte Maikühle. Ja. Aber ganz leicht. Ganz leichte Maikühle. Oh, hier Pfeile. Danke. Brauche ich. Nehme ich mit. Was ist das hier? Kommst du da hoch, Kumpel? Jawohl. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Berggebiet. Flatonart, das gehört auch noch dazu, okay. Ich sehe jetzt. Oh. Leicht verdrückt. Können wir hier was plündern? Oh ja. Money, money, money. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss da oben bleiben. Ja, das sieht ganz danach aus. Springen! Jawohl. Ah. Oder doch da runter und in die Höhle rein oder da oben in die Höhle? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken erstmal oben, dann unten. Machen wir so. Nur bei kaum Männer stationiert irgendwie. Oh, hier Pfeile. Hier Pfeile. Und der kriegt nichts mit. Ich laufe an ihm vorbei oder ihr. Was kriegt sie mit? Nichts. Nichts.
aufpassen. Hey! Oh, guck mal, die haben edles Zeug. Hoch, wollte ich doch. Nee, wollen jetzt nicht sehen. Alles edel, edel. Aber hier ist nicht das Teil. Hier eine schöne Falle, Geräuschfalle gemacht. Nice. Konnte euch aber auch nicht retten. Sieht irgendwie merkwürdig aus, dieses blaue Ding hier in dieser nicht so farbenfrohen Gedingens. Kannst du darüber springen? Ja. Meister. Okay, hoch. Und schön langsam hier lang. Jawohl, hier müssen wir richtig sein, oder? Da ist er. Haha, ich habe euren Schatz gefunden, ihr Blödis. Habt ihr nicht richtig versteckt? So, Pfeile nehme ich auch mit. Kohlebarren! Was passiert, wenn die Liste da unten voll ist, die Leiste? Mit Schatz und so? Was machen wir dann? Krieg ich dann was geschenkt? Oh, Geschenke! Geschenke wären gut. Ja, und als nächstes würde ich sagen, machen wir nur noch diesen kleinen Kackepunkt da. Wo bin ich denn jetzt? Ich sehe mich nicht mehr. Ach, da oben. Ja, da oben. Guck mal. Das da noch. Müssen wir jetzt noch schnell machen. Komme ich da überhaupt hin? Wie will ich sein? Wie sprechen die denn? Das habe ich überlebt? Ich habe diesen Sturz überlebt. Willst du mich verarschen? Okay. Ich hab's überlebt. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass er den überleben kann. Ich weiß, dass es für Sperrgebiet ist. Mir egal. Ich will jetzt hier rein. Da ist noch etwas vom Wert. Wenn ich es jetzt nicht hole, hole ich es nie. Oder irgendwann viel zu spät. Da kommt man auch hoch. Ja. Na, probieren wir einfach mal. Hops und hops. Und hops, hops. Ist für ihn alles kein Problem. Es ist für ihn alles kein Problem. Halt dich fest. Dann da hoch. Da muss ja irgendwo dieses Ding sein. Das ist jetzt hier. Dieses Teil ist aber hier weiter da hinten. Okay, kommen wir da. Jetzt muss ich da wieder hochklettern wahrscheinlich, oder? Oder komme ich da so irgendwie rüber? Bin mir echt nicht sicher. Also ich frage mich immer noch, wie er den Sturz überlebt hat, ganz ehrlich. Das ist mir ein Rätsel. Es ist mir ein Rätsel. Nee, geh mal da runter. Ach, guck mal, hier kommen wir auch hoch. Machen wir das mal eben so. Ja, ganz schön klippig hier. Ist das hier schon? So aus. Ja, guck mal. Krass. Doch, tatsächlich schon gefunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte eigentlich so, dauert länger, aber hey.
dauert doch nicht länger. Hindern darf man nicht vergessen, wenn wir es schon kaputt machen. Ah, da liegt auch noch was, guck mal. Wenn dann. Danke. Trockenes Brot. Wer legt denn da sein trockenes Brot hin? Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass er so langsam da durchgeht. Nicht so rosig aus. So, und dann müssen wir jetzt nur noch irgendwo beim Piepmatzvogel hin. Und der ist weit oben. Da will ich hin, weil wir dann Schnellreise haben. Aber ich würde sagen, okay, da kommst du nicht hoch, alles klar. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge, sonst geht die hier viel zu lange. Okay, da spricht Norwegisch, oder? Was spricht der? Hier irgendwie hin. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Habe ich ja schon die meisten alle getötet hier. Einfach ausgelöscht. So, hier kommen wir nicht durch. Deswegen müssen wir jetzt einmal hier drauf. Und dann gehen wir da wieder rüber. Warum sind die, ganz ehrlich, warum sind die so gut im Klettern? Nur weil ihr Berge sind, heißt das ja noch lange nicht, dass sie sehr gut klettern können. Weiß nicht. Naja. Gut, wir haben 4 Punkte zu vergeben. Das machen wir dann auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.